Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live und bei uns zu Gast ist jetzt Thomas Arnoldner, grüß Gott, grüß der Gott. CEO von A1 Telekom Austria, jetzt fast schon ein Jahr eigentlich mittlerweile, muss man sagen, im Amt. Seit 1. Ja. September. Genau, aber es nähert sich das Jubiläum. Vielen Österreicherinnen und Österreichern nicht nur bekannt, weil sie einen Handyvertrag bei A1 haben oder A1 TV oder einen Telefonvertrag, sondern auch, weil sie derzeit extrem präsent sind, auch mit der Bewerbung von 5G. Sie plakatieren das derzeit, haben TV-Spots etc. Und viele Menschen fragen sich natürlich, was ist dieses 5G überhaupt? Ich glaube, es hat jeder schon mitbekommen, dass das schnelleres Internet ist im weitesten Sinne. Ja. Aber was genau ist das und vor allem, was bringt das dem Endkonsumenten? Ja, das ist, glaube ich, die große Frage, die sich viele stellen, auch ich mir teilweise stelle. Aber ich glaube, Sie sind der ideale Mann, um sie zu beantworten. Ja, danke, Herr Fellner, für die Einladung zunächst. So wie Sie richtig sagen, 5G ist momentan in aller Munde, aber ich denke, es ist wirklich wichtig, dass man auch ein bisschen erklärt, was 5G unterscheidet von den Vorgängertechnologien. Wir als A1 beschäftigen uns ja schon sehr, sehr lange mit 5G. Wir haben im vergangenen Jahr angefangen zu testen in Gmünd, am Flughafen Wien, in Klagenfurt und wir bereiten uns intensiv auf den bestehenden kommenden Rollout von 5G vor. 5G bringt einige ganz neue Dinge, die wir in den Vorgängertechnologien nicht hatten. Wir werden viel mehr Bandbreite haben, viel mehr Kapazität in den Netzen, 25 Mal so viel, wie das heute der Fall ist. Sie können damit einen HD-Film innerhalb von weniger Sekunden herunterladen und das wird sicherlich auch eines der ersten Anwendungsgebiete sein, dass wir mehr Bandbreite zu unseren Kundinnen und Kunden bringen. Das ist zum Beispiel insbesondere im ländlichen Raum sehr, sehr spannend, wo wir mit 5G viel Bandbreite viel, viel schneller ausrollen können. Es gibt aber auch andere Eigenschaften von 5G, die ganz spannend sind. Wir haben viel kürzere Reaktionszeiten im Netz. Wir reden von einer Latenzzeit, nennen das die Techniker, von einer Millisekunde. Zum Vergleich, das menschliche Gehirn, haben Forscher am MIT errechnet, hat eine Reaktionszeit von 13 Millisekunden. Und das ist dann ganz wichtig, wenn Sie zum Beispiel Maschinen entfernt steuern oder wenn Sie an den Online-Gaming-Bereich denken oder an Virtual-Reality-Anwendungen, wo Sie zum Beispiel aus einem Fußballstadion heraus 360-Grad-Aufnahmen machen können, hochauflösend und die drahtlos an eine Virtual-Reality-Kamera irgendwo in einen Park übertragen können. 5G ist die wichtigste richtige Technologie für das Internet der Dinge. Wir rechnen ja damit, dass alles vernetzt werden wird, was vernetzt werden kann. Wir rechnen für das Jahr 2020 mit 80 Millionen Endgeräten allein in Österreich, also ungefähr 10 Endgeräte pro Einwohner. Und mit 5G werden wir 1 Million Endgeräte pro Quadratkilometer vernetzen können. Umgerechnet auf Wien wären das zum Beispiel mehr als 400 Millionen Endgeräte. Wir werden den Stromverbrauch von den Endgeräten massiv reduzieren können. Das ist dann wichtig, wenn wir diese Sensoren zum Beispiel in den Asphalt oder in den Beton von einem Gebäude einbauen. Wir werden hochkritische Netze für Businesskunden anbieten können. Das ist etwas, was wir zum Beispiel am Flughafen Wien getestet haben, wo wir das Sicherheitsnetz vom Netz der Reisenden trennen können und viele andere tolle Anwendungen mehr. Und ab wann wird es 5G Ihrer Meinung nach flächendeckend in Österreich geben? Sie haben ja gesagt, es gibt jetzt Testkunden, die das haben, es gibt einzelne Testgemeinden, wo es das auch schon gibt, aber ab wann wird es 5G flächendeckend in Österreich geben, sodass ich überall oder fast überall über 5G eben surfen, telefonieren etc. kann? Naja, es wird, denke ich, so ähnlich sein wie beim 4G-Rollout. Wir bereiten uns jetzt natürlich insbesondere technologisch darauf vor. Jede neue Technologie muss gut verstanden werden. Unsere Kunden sind es gewohnt, das beste Netz zu nutzen, haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Deswegen investieren wir sehr viel Zeit darin, die Technologie auch wirklich entsprechend gut zu verstehen und gut meistern zu können. Wir werden um den Jahreswechsel herum, denke ich, die ersten größeren kommerziellen Anwendungsfälle
sehen. Und wir werden in den nächsten Jahren dann überall dort, wo Menschen leben, mit einer 5G-Abdeckung rechnen können. Jetzt war Österreich, muss man sagen, ja immer ein Vorreiterland bei Handys. In den letzten Jahren sind wir leider bei der Digitalisierung im internationalen Wettbewerb immer, also gab es ein paar Studien, eher ein bisschen zurückgefallen. Glauben Sie, dass wir jetzt durch 5G, Österreich ist ja, glaube ich, schon eines der Länder, das ja auch Vorreiter ist, bei 5G, zumindest innerhalb von Europa, wieder den Anschluss sozusagen, nicht nur den Anschluss erreichen, sondern wieder ein Vorreiter werden? Also wir sind in vielen Bereichen nach wie vor Vorreiter. Die Infrastruktur gehört sicherlich auch dazu, speziell im Mobilfunkbereich, oder denken Sie an den Bereich E-Government und denken Sie an die vielen Digitalisierungsaktivitäten, die die österreichische Industrie setzt. Auch die vergangene Bundesregierung hat natürlich das Thema Digitalisierung zu einer ganz wesentlichen Priorität gemacht. Wir sind in Österreich in der glücklichen Lage, dass wir die 5G-Auktion schon zu Beginn des Jahres hatten. Wir als A1 haben das weiße Spektrum ersteigert, damit sozusagen die beste Frequenzausstattung, das ist die Grundlage für einen erfolgreichen 5G-Rollout, und das zu einem vielleicht nicht extrem günstigen Preis, aber zu für uns akzeptablen Bedingungen, im Unterschied zu dem, was gerade in Deutschland passiert ist, wo die Frequenzausstattung für 5G in der gerade abgelaufenen Versteigerung mehr als 6 Milliarden Euro gekostet hat. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg, haben die ersten wichtigen Schritte gesetzt. Viele weitere werden folgen müssen. Die Umsetzung der 5G-Strategie, der Ausbau der Netze, auf den wir uns, wie gesagt, mit Hochgeschwindigkeit vorbereiten, und vieles andere mehr. Mhm. Wird es eigentlich teurer werden, 5G zu nutzen? Oder wie kann ich mir das, als Endkunde vorstellen? Wie komme ich eigentlich dazu? Also ich brauche einmal ein eigenes Gerät, glaube ich. Oder ich kann nicht mein jetziges iPhone nehmen und einfach sagen, ich will jetzt einen 5G-Tarif. Das geht nicht. Ich brauche, glaube ich, eigene Geräte dafür. Ja, also es braucht mehrere Voraussetzungen, um 5G nutzen zu können. Natürlich die Frequenzausstattung. Dieser Schritt ist, wie ich gerade gesagt habe, bereits gemacht. Die Netze müssen ausgebaut werden. Wir haben uns schon frühzeitig für einen Netzlieferanten entschieden, für Nokia, einen europäischen Lieferanten. Es müssen die entsprechenden Tarifmodelle und kommerziellen Modelle vorhanden sein. Und es müssen natürlich die entsprechenden Endgeräte vorhanden sein. Und wir rechnen damit, dass die mit Jahreswechsel in, sage ich mal, kommerziell attraktiven Angeboten, Stückzahlen und technologischer Qualität verfügbar sind. Zu dem Preisniveau, wenn Sie zurückblicken über die vergangenen Jahre, die Branche hat es im Prinzip immer geschafft, für relativ konstante Preisniveaus Jahr für Jahr mehr Leistung zu bieten. Denken Sie allein an den Zuwachs der Datenraten. Die Daumenregel in der Branche ist in etwa doppelt so viel Datenkapazität jedes Jahr zu einem relativ konstanten Preisniveau. Ich glaube, das ist etwas, worauf wir als Branche durchaus stolz sein können und wo unsere Kundinnen und Kunden jedes Jahr von mehr Leistung profitieren. Jetzt ist natürlich das Wort Digitalisierung in aller Munde, ja? Nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Wie schätzen Sie denn die Digitalisierung oder sozusagen den Fortschritt der Digitalisierung in Österreich ein, auch verglichen mit anderen Ländern in Europa, aber auch weltweit? Wo sind wir da derzeit in Österreich? Sind wir da auf einem guten Weg? Sind wir da eher, laufen wir Gefahr, da zurückzufallen? Wie würden Sie das einschätzen als Profi? Also Sie haben, glaube ich, ein wesentliches Wort jetzt mit in den Mund genommen. Es ist ein Weg, oder man müsste fast eher sagen, es ist ein Wettbewerb, weil im Bereich der Digitalisierung ist es so, man muss sich nicht nur fortbewegen, man muss sich immer schneller fortbewegen, als es die anderen tun, weil eben die technologische Entwicklung sehr, sehr hoch ist. Wir haben einige sehr, sehr gute Voraussetzungen, denke ich. Wir haben eine gute Infrastruktur, wir haben insbesondere eine sehr, sehr gute Ausbildung. Wir haben eine sehr wettbewerbsfähige, sehr forschungsintensive, mit hohen Forschungsquoten ausgestattete Wirtschaft und vieles andere mehr. Aber es gibt natürlich einiges zu tun im Schaffen von Rahmenbedingungen. Wir müssen aufpassen, dass wir
neue Innovationen nicht überregulieren. Wir müssen schauen, dass wir innovationsfreundlich bleiben, dass wir diese neuen Technologien auch entsprechend stark nutzen, dass wir unser Bildungssystem entsprechend weiterentwickeln. Eine der größten Herausforderungen für uns ist es, die entsprechenden Fachkräfte zu finden. Aber insgesamt denke ich mir, das Rennen hat gerade begonnen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir als R1 werden sicherlich einen starken Beitrag zur Digitalisierung von Österreich leisten. Aber das heißt in Österreich, weil ja oft auch ein bisschen schwarz gemalt wird, dass wir in Österreich eben den Anschluss verlieren, dass es uns verglichen mit anderen kleinen Ländern wie beispielsweise Israel oder skandinavischen Ländern nicht gelingt, da wirklich bei der Digitalisierung ganz an vorderster Front zu sein. Sie sehen das prinzipiell durchaus auch positiv, was wir hier in Österreich haben. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich bewusst ist, dass wir in diesem internationalen Wettbewerb stehen und dass wir schnell sein müssen. Und Digitalisierung umfasst ja ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche. Der Bereich, der uns sehr stark beschäftigt, natürlich in der Infrastruktur im 5G-Bereich. Dort ist es sicherlich so, dass wir im internationalen Vergleich sehr, sehr gut mithalten können. Dort stehen wir allerdings, muss man auch sagen, erst am Anfang. Im Bildungsbereich bauen wir auf einer sehr, sehr guten Basis auf, aber wir müssen natürlich auch das Bildungssystem entsprechend transformieren, dass wir genug an diesen neuen Fähigkeiten bringen im Bereich Coding, im Bereich Data Science, Cybersecurity für uns ein ganz wichtiger Bereich. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass die österreichische Wirtschaft, zu der auch viele internationale Weltmarktführer gehören, die sehr stark exportorientiert sind, dass die entsprechend in ihren Digitalisierungsaktivitäten unterstützt werden. Wir arbeiten mit vielen dieser Unternehmen sehr, sehr intensiv zusammen, insbesondere auch im Bereich der Digitalisierung. Wir haben zum Beispiel allein im Bereich des Internets der Dinge bereits 500 Projekte in Österreich umgesetzt. Das ist, glaube ich, eine ganz eindrucksvolle Zahl. Und insofern, ja, es ist viel zu tun. Es gibt viele unterschiedliche Bereiche, aber ich bin definitiv nicht bei denjenigen, die sagen, es ist verloren oder man muss schwarz sein, sondern wir sollten die Chancen erkennen und wir sollten die Chancen nutzen und dann werden wir das auch hingehen. Kommen wir noch zur 1 Telekom Austria. Wie gesagt, fast ein Jahr sind Sie jetzt mittlerweile dort. Haben Sie sich das so vorgestellt, Ihr erstes Jahr, oder ist es doch herausfordernder als vielleicht gedacht? Ich meine, ein Riesenunternehmen, eines der größten Unternehmen in Österreich, der führende Telekom-Anbieter. Haben Sie es so eingeschätzt oder ist es dann doch, wenn man in so einem Unternehmen sitzt, dann doch deutlich, sage ich mal, kommt es mit mehr Wucht daher, als man sich das vorstellt? Ich habe das Glück, dass ich mein ganzes Berufsleben in dieser Branche verbracht habe, dass ich das Unternehmen aus unterschiedlichsten Perspektiven schon gut gekannt habe, als Lieferant, als Kunde, als Mitbewerber. Und deswegen die großen Überraschungen ausgeblieben sind. Natürlich, wenn man dann in so einer Rolle ist, dann gibt es immer wieder Dinge, die vielleicht anders kommen, als man das ursprünglich geplant hat. Aber ich habe ein sehr, sehr gut aufgestelltes Unternehmen vorgefunden. Ein Unternehmen, das extrem innovativ ist, das in viele neue Bereiche geht, in den Medienbereich, in den Digitalisierungsbereich, das Internet der Dinge, Cybersecurity für uns ganz wichtig, Cloud-Dienstleistungen für uns ganz wichtig, 5G, wie gesagt, das jetzt vor der Tür steht. Da passiert wahnsinnig viel an Innovation, auch zum Beispiel bei unseren Aktivitäten mit Startups. Da haben wir immer wieder positive Überraschungen. Insofern ist dieses nicht ganz erste Jahr für mich ganz positiv verlaufen. Mir macht der Job wahnsinnig Spaß. Wir performen sehr, sehr gut. Wir sind im europäischen Vergleich sicherlich in der Top-Liga unterwegs. Aber in so einem spannenden, dynamischen Umfeld bleibt natürlich immer gleichzeitig auch noch viel zu tun. Wo wollen Sie denn jetzt die Schwerpunkte setzen in den nächsten 12 Monaten, wenn wir sozusagen nach vorne schauen? Das Thema Digitalisierung steht sicherlich ganz hoch oben auf der Agenda. Auf der einen Seite die Digitalisierung von Österreich, das zur Verfügung stellen von neuen spannenden Produkten für unsere Kundinnen und Kunden im Geschäfts- wie im Privatkundenbereich.
Ein paar Beispiele habe ich eh schon genannt. Das Internet der Dinge, eine Riesenchance für uns, sowohl im privaten Bereich. Denken Sie daran, wie man Ihr Eigenheim intelligenter gestalten kann mit Smart-Home-Lösungen, wo Sie Ihre Wohnung, Ihr Haus von der Entfernung steuern können. Wir bewegen uns sehr stark auch in den Medienbereich, eigentlich in fast allen unseren Ländern, in denen wir tätig sind. Im Geschäftskundenbereich ist auch das Internet der Dinge ein großes Thema. Cybersecurity wächst enorm, ganz, ganz große Nachfrage und vieles andere mehr. Und im Innenverhältnis heißt es aber auch, dass wir uns transformieren müssen, dass wir einen weiteren großen Schritt in Richtung Digitalisierung machen müssen, Prozesse simplifizieren, Prozesse einfacher machen, die Schnittstellen zu unseren Kunden digitaler machen und da dem Kundenbedürfnis entsprechend folgen. Und das wird eine große Priorität für die nächsten Monate sein. Abschließende Frage noch, weil Sie es jetzt auch angesprochen haben. Sie bewegen sich auch ein bisschen in den, oder eigentlich vermehrt auch in den Medienbereich. Sie haben mit der 1TV ja Ihre eigene Plattform, wo wir ja auch als OE24TV vertreten sind und viele andere TV-Sender auch. Sie bieten jetzt aber auch Content an. Sie haben unter anderem ja auch Rechte an der Bundesliga erworben, betreiben auch einen eigenen TV-Sender auf ihrer eigenen Plattform. Ist das so ein bisschen die Zukunft, wo es auch hingeht, dass A1 auch zum Content-Produzenten wird? Ja, in diese Richtung geht es auf alle Fälle. Wir werden nicht zu einem Medienhaus werden, so wie Sie das sind oder wie andere das sind, aber wir folgen hier dem Kundenbedürfnis, weil es für uns ganz wichtig ist, relevant zu bleiben und noch relevanter zu bleiben werden für unsere Kundinnen und Kunden. Und Kunden fragen am Ende des Tages nicht spezifische Technologien nach, sondern Dienstleistungen. Und TV, Medienkonsum gehört dazu. Und wir haben hier ganz spannende Angebote. Wir füllen hier Nischen, die kein anderer auffüllt in vielen unserer Länder. Und deswegen wird das ein ganz ein relevantes Thema bleiben und werden wir in dem Bereich immer mehr machen. Mhm. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück hier auf OE24 TV und dann geht es weiter mit den aktuellen Nachrichten des Tages.